Gottlob Griebele, Wengertschütz in den Stuttgarter Weinbergen, traf sich mit seiner schweren Rätsche so unglücklich am Kopf, dass er zu Boden sank und starb. So wie er war, mit Rätsche und seinem Mostkrug, trat er seine letzte Reise an. An nichts anderes dachte er, als er in Richtung Himmel emporschwebte, dass er jetzt bald vor der Himmelspforte stehe, dass ihm Petrus öffnet, er hineingeht und ihm alle seine guten alten Freunde wieder begegnen. Doch plötzlich befand er sich in einem weiß gewölbten Raum, als eine eintönige Roboterstimme erklang. Gottlob Griebele, Erdenbürger Nummer 1. Die Zahl war so lang, dass er nur noch die Endziffer 276 verstand. Du befindest dich im Computerraum, der zwischen Himmel und Hölle eingerichtet wurde. Hier wurden alle deine Sünden und guten Taten gespeichert und jetzt gegeneinander aufgerechnet. Ja, bin ich jetzt da oben auch bloß eine Nummer und schaffe die auch bloß noch mit Computer. In großen Leuchtziffern erschienen jetzt Worte, die jeder Mensch so gerne hört. Worte wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und dahinter bewegten sich Zahlen, die im Falle Gottlobs auch wieder eine lange Ziffer ergaben. Hab ich nicht schon immer gesagt, dass ich ein rechter Kerl bin? So eine Zahl, da kommen ja Millionen raus. Jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Auf einmal fing der Computer an zu surren, die Zahlen überschlugen sich, auf der Schrifttafel standen die Worte Alkoholsünden, Flüche und Beleidigungen. Was willet ihr mir denn jetzt aufrechnen? Ich bin ein Schwab oder hocke da oben auch so Griffelspitzer wie da unten in die Amtsstuben. Also so nicht mit mir, so nicht. Und schon wollte er mit seiner Rätsche ausholen, um dem Gerät eine zu verpassen. Doch in diesem Moment öffnete sich unter ihm eine riesige Falltüre und er schwebte und sank immer tiefer und tiefer. Schon im Fallen schimpfte er. Computer, so ein Lumpenzeug, so ein Narrez, da muss doch einer falsch gewickelt sein. Und das gerade bei mir. Aber lass mir bloß da nahe kommen, denen werde ich schon einheizen. Dann berührten seine schweren Lederstiefel den heißen Höllenboden und da stand er, allein, inmitten einer weiten, unheimlichen Ebene und überall verteilt loderten riesige Feuer, um die scharenweise die Teufel saßen, die jetzt langsam auf ihn zukamen. Ja, glaubet ihr, mit mir werdet ihr da unten fertig. Lang bloß keiner mehr nah. Sonst schlage ich mit meiner Rätsche auf den Meckeln auf, dass ihr glaubet, ihr wäret der Gleckner von der Notre Dame. Na, so Kerle wie euch, die hätte ich früher an der Uhrenkette rumtragen. Die Teufel, bewaffnet mit glühenden Feuerzangen und feurigen Hellebarden, traten erschrocken zurück. Und einer von ihnen motzte, na watten, na watten, so viel Heizöl haben wir ja nicht in der ganzen Hölle, um diesen Schwaben zu verbrennen. Zwischen Rauchschwaden und Feuerschein glaubte nun Gottlob frühere Landsleute zu erkennen. Jetzt guck nur da, da. Die Großköpfe, die sind doch auch unten. Sapramus, da kennst du ja glatt eine Regierung zusammenbringen. Präsidenten, Minister und Landräte haufenweise. Aber die haben ja auch Els gesoffen. Schnell wurde die Nachricht von diesem mutigen Schwaben dem Oberteufel zugetragen, der sich eilends näherte. Gottlob begrüßte ihn gleich auf seine Weise. Denn inzwischen hatte er auch eine ernüchternde Feststellung gemacht. Sag mir gleich einmal vorneweg, wo sind denn in deinem Saulader da unten eigentlich die Weibsleid? Frauen gibt's nicht in der Hölle. Die sind leider alle im Himmel.
war des Teufels Antwort. No kannst mich da unten auch nicht heben. Und damit packt er. So etwas hat der Oberteufel in seiner Hölle noch nicht zu hören bekommen. Und er erkannte, dass er mit diesem Schwaben hier nie zurechtkommen und ihm dieser die ganze Hölle verschandeln würde. Deshalb benutzte er zum ersten Mal den heißen Draht, der zwischen Himmel und Hölle eingerichtet war, und verlangte, dass der Schwabe abgeholt, der Computer anders programmiert und zumindest bei den Schwaben die Alkoholsünden und Flüche anders bewertet werden müssten. Der Herrgott, der schon längst erkannt hatte, dass in manch rauer Schale doch ein guter Kern steckt, sagte sofort zu, den Schwaben Gottlob abholen zu lassen. Daraufhin schickte er ein Himmelsgespann mit weißen Rössern und einem wunderschönen Engel besetzt, einer früheren Weinkönigin, hinab zur Hölle. Als Gottlob das sah, fing er an zu jauchzen. Hannes net schon ever gesagt, eu wohl muss eurem auch Gerechtigkeit widerfahren, und wenn's erst in der Hölle ist. Dann setzte er sich in den goldenen Wagen, neben die Engelweinkönigin, die er heimlich auf Erden schon immer so sehr verehrte, und beim Abfahren schrie er, dass es durch die ganze Hölle schallte: Ihr Schwabe, hängt euch an den Karren an, weil da unter sind mir alle falsch. Und so hob der Wagen ab, und alle Schwaben und viele andere hängten sich daran, und los ging die Fahrt in Richtung Himmel, und Gottlob überschlug sich fast vor Freude. Lei, es wird hell, es wird Tag, gucket nur das Licht her, grad so wie der heumende Wenger, wann morgens Sonne aufgeht. Der Herrgott selbst, gerührt von seinem Gottlob, empfing die ganze Mannschaft und sprach: Petrus, unsere Schwaber sind halt doch Teufelskerle. Und er schuf ihnen ein Paradies, das ganz dem Modell ihrer Landschaft entsprach und in dem sie alle ihren Frieden finden.